Ablauf her, wir liegen erfreulicherweise absolut im Zeitplan. Man sieht ja das Gebäude dahinter kann wachsen. Und wie versprochen auch, bis Jahresende erreichen wir die 49 Meter. Wir setzen auf Regionalität. Von der Seite auch betrachtet, sind uns die Stadtentwicklung und damit verbunden auch eben das Zusammenwachsen von zwei Stadtteilen, Radl und Innsbruck, Innenstadt, ein Anliegen. Und da sind wir stolz drauf, dass man einen Beitrag dazu leisten wird. Ja, man sieht ja an den vielen Beteiligten, wenn das Gute zusammenfindet und wenn sich alle, die daran beteiligt sind, anstrengen und bemühen, dann kommt was Positives heraus. Und den Dank möchte ich noch einmal wiederholen. Wenn ich die Patricia sehe, den Geschäftsführer des Silpark, aber vor allem unseren Freund Marco Schafferer und die BEMA, gemeinsam mit der Stadt, gemeinsam mit dem Stadtmarketing haben wir, ich freue mich auch, dass das Branding diese Zusammenarbeit dieser Institutionen zeigt, haben wir etwas schaffen können, das den Verkehr und damit die Mobilität der Menschen in der Stadt fördert. Schneller, oder? Daher ist es für uns ganz wichtig, eben städtebaulich auch mitzugestalten, gemeinsam so Projekte zu machen, wie eben hier von der Verkehrsstation runter, eben das Beleben dieses ganzen Bereiches mit dem Projekt von Kollegen Schafferer und jetzt dann auch das Verbinden zum anderen Stadtteil. Da wollen wir eben unseres beitragen und es freut mich, dass das so gut gelungen ist und ich darf nur den Dank an alle Beteiligten nochmal zurückgeben. Wir hören, die Stadt ist unser neuer Ausdruck, ist unser neuer Slogan. Das heißt, diese Verbindung ist idealerweise jetzt optimiert worden, weil ich glaube, am Tag an die 8.000 bis 10.000 Leute in irgendeiner Form zwischen Innenstadt und Silpark da pendeln. Und ich glaube, das ist sicher ganz, ganz wichtig. Also ich bin sehr glücklich und ich sage auch Herrn Magister Schaffer noch einen herzlichen Dank für seinen sehr guten Zusammenarbeitsform mit uns. Also ich glaube, diesen Bereich da mit dem Silpark werden wir sehr attraktivieren können, gemeinsam. Ja.